Mittelpunkt der Analysten. Da haben wir einige Analysten-Ratings, zum Beispiel Barclays, die senken das Ziel von 95 auf jetzt 92 Euro. Die Einstufung lautet Overweight. Die Credit Suisse senkt das Ziel von 68,50 Euro auf jetzt 65 Euro. Die Einstufung Outperform, Underperform. Und die Citigroup senkt von 82 Euro auf 75 Euro. Die Einstufung hier neutral. Wir haben auch noch ganz schnell für Sie zusammengetragen, wie die Analysten insgesamt für BASF gestimmt sind. Da sehen wir das Ganze. Also 20 Analysten tendieren momentan dazu, die Aktie zu kaufen. 14 sind da etwas skeptischer und raten zum Halten der Aktie. 7 raten die Aktie momentan auf dem aktuellen Niveau zu verkaufen. Das Konsenskursziel liegt bei 80,81 Euro, entspricht einem Kurspotenzial momentan von 17,5%. Das war's schon wieder mit dieser Ausgabe von Börse Live. Aber wie gerade erwähnt, es lohnt sich dran zu bleiben. Um 9.15 Uhr spreche ich mit Jochen Kauper über Continental. Bis gleich.